Was geht, meine Freunde? Kobi Björn ist am Start. Heute wieder mit Sibis an meiner Seite und wieder bei der größten Goat-Debatte, die jemals auf Video festgehalten wurde. Und Sibis, wir sind jetzt im vierten Teil. Über was reden wir heute? Ja, wir haben es in der letzten Folge schon angekündigt. Heute geht's um die Franchise, das Coaching, die Teammates. Wer hatte es schwerer, Erfolg zu haben, Meisterschaften zu gewinnen? Ja, welche Franchise war besser gefühlt, welche schlechter? Ja, es geht darum, wer hat es schwerer? Wer wurde in die schwerere Situation hineingedraftet und hatte somit vielleicht den härteren Weg auch zum Ruhm, zum Erfolg? Ganz genau, darum soll es gehen. Also wer hat es schwerer, letztendlich den GOAT-Status zu erreichen? Und heute bin ich Team LeBron, Sibis ist heute Team Michael Jordan und wir schauen mal, wie das Ganze läuft. Ihr könnt am Ende wieder abstimmen, wer letztendlich die Debatte gewonnen hat. Das ist mental auch gar nicht so einfach, immer zu wechseln, ne? Total. Einmal erstmal von LeBron, dann wieder für MJ. Ist schon eine Herausforderung, aber ich glaube, wir sind beide wieder gut vorbereitet. Ich denke auch. Willst du loslegen? Ich? Nee, letztes Mal habe ich angefangen, heute bist du dran. Alles klar, dann fange ich mal so an. LeBron James hatte es 100-mal schwerer als Michael Jordan, wenn es darum geht, den GOAT-Status zu erreichen. Denn Nummer eins, bevor ich überhaupt auf Teammates und so eingehe, die Sache ist überhaupt, es gibt Michael Jordan schon in LeBron James' Leben, aber nicht umgekehrt. Das heißt, wenn LeBron James in die Liga kommt, alles, was er tut, jede Playoff-Serie, jeder Playoff-Erfolg, alles, was er tut, wird sofort daran gemessen, wie war es bei Michael Jordan. Okay. Das ist schon mal ein Riesenpunkt, das nur so vorneweg. Wenn wir aber über Teammates reden, wenn wir über Coaches reden, die Franchise, dann ist es einfach kein Vergleich, Mann. Wir haben selber drüber geredet, wir haben ein ganzes Video drüber gemacht, alle Fehler der Cavaliers, warum ist LeBron zu den Lakers gegangen. 45 Minuten haben wir drüber geredet, wie grottig diese Cavaliers-Franchise sich verhalten hat in den Jahren. Und ey, ich kann dir auch die besten Teammates aufzählen von LeBron, da wirst du dich wahrscheinlich drauf einschießen. Natürlich ein Dwayne Wade, natürlich ein Chris Bosh, natürlich ein Kyrie Irving. Aber da können wir im Detail dann gerne überall drauf gehen, wie letztendlich die Konstellationen waren, wer wann wo verletzt war. Für mich ist es letztendlich, Michael Jordan hatte 13 Jahre lang Scottie Pippen bei sich. Er hatte Phil Jackson 9 Jahre als Coach, wurde in diesen Jahren 6-mal Meister, 8-mal, wurde 6-mal Meister. 2-mal davon hat Michael Jordan gar nicht in der NBA gespielt. Er hatte Dennis Rodman, es waren All-NBA-Defense-Teams. So viele Nominierungen, also du kannst mich relativ schwer heute überzeugen, dass Michael Jordan es schwerer hatte als LeBron James. Okay, ich fange auch einfach mal mit den Mitspielern an, da hast du dich ja jetzt so ein bisschen drauf eingeschossen. Ich denke, wir sind uns einig, die ersten Jahre nach dem Draft liefen beide mit relativ viel Trash an ihrer Seite auf. Ja. Muss aber sagen, dass ich glaube, dass MJ es da sogar noch ein bisschen schwerer hatte als LeBron. Okay. Ich zähle dir mal ein paar Mitspieler auf von MJ aus seinen ersten Jahren bei den Bulls. Und das sind schon mit die besseren Weggefährten. Ja, mal gucken, wen man so kennt. Orlando Woolridge, Steve Johnson, Dave Corzine, Quinton Daly, Dave Greenwood, Gene Banks, Kyle Macy, Brad Sellers. Also du wirst gemerkt haben, das waren jetzt nicht die Nominierungen für die Hall of Fame 2019, sondern halt wirklich die Teammates in den 80ern. Natürlich wurde es gegen Ende der 80er besser. Wollte ich auch sagen, ja, deutlich klar, besser wird es da. Aber wenn man sich LeBron anguckt, der hatte, als er in die Liga kam, immerhin schon einen jungen Carlos Boozer, immerhin schon einen damals gestandenen NBA-Center in Jonas Valanciunas, bekam dann einen damals relativ talentierten Guard in Larry Hughes und spielte auch nach ein paar Jahren mit Anton Jameson, mit einem in die Jahre gekommenen, ja, Shaq zusammen und mit einem All-Star in Mo Williams. Das ist auf beiden Seiten nicht die Creme de la Creme. Wenn ich mich aber jetzt entscheiden müsste, wer hat in seinen ersten 5-6 Jahren die besseren Teammates gehabt, würde ich LeBron trotzdem leicht vorne sehen. Da hatte MJ es schon ein bisschen schwerer mit dem Spielermaterial. Und noch eine Zahl, die das belegt, und da gehen wir jetzt auch nicht nur auf die ersten Jahre drauf, sondern wirklich auf die gesamte Karriere. All-Star-Teammates. Und ich zähle hierbei nur All-Star-Nominierungen, die auch stattgefunden haben, wenn man zusammen gespielt hat. Ja. Dennis Rodman zum Beispiel wurde an der Seite von MJ nie All-Star. Ja, er wurde bei den Pistons wurde er All-Star. So, wie viele All-Star-Teammates hatten beide denn an ihrer Seite? Michael Jordan hatte einen. Ja, Scottie Pippen. Einen einzigen. LeBron hatte insgesamt 6. Ja. 6 All-Star-Teammates an seiner Seite. Und wenn wir dann nochmal die All-Star-Nominierungen dazu nehmen, also wie oft hat Michael Jordan Saisons gespielt, in der Teammates All-Star wurden, ja?
ganze 6, nämlich Scottie Pippen, der 6-mal All-Star wurde. Bei LeBron sind es 14, mehr als doppelt so viel. Okay. Mehr als doppelt so viele All-Star-Nominierungen an seiner Seite. Also das Spielermaterial, was LeBron an seiner Seite hat, da sehe ich ihn einfach ganz klar vorne. Und um dir das nochmal zu verdeutlichen, angenehm, du machst jetzt einen Draft. Ja, du kannst dir die besten Teammates von MJ und die besten Teammates von LeBron stellst du hier hin. Mhm. Und du darfst dir ein Team zusammen draften. Ja. Ich lese gerne nochmal ein paar der starken Mitspieler von MJ vor. Ja, Horace Grant, John Paxson, BJ Armstrong, Tony Kukoc, Steve Kerr, Ron Harper, Dennis Rodman, Scottie Pippen. Ja. Ich denke, damit habe ich jetzt die besten aufgezählt, wenn ich jemanden vergessen habe. Also ja, Charles Oakley. Charles Oakley, den hast du auch am Anfang in den 80er Jahren unterschlagen. Der war ein super wichtiger Teil von diesem Spiel. Von diesem Team wurde dann weggetradet. Für Bill Cartwright, was MJ krass abgefuckt hat. Ey, danke, dass du schon einen Punkt von mir hier erwähnst. Super. Front Office der Bulls war auch nicht immer das Gelb vom Ei. Hast du recht, Charles Oakley können wir gerne noch dazu nehmen. Aber angenommen, wir machen jetzt einen Draft. Du sollst dein Team zusammenstellen. LeBrons Teammates, muss ich gar nicht aufzählen, Dwayne Wade, Chris Bosh, Ray Allen, Kyrie Irving, Kevin Love, nehme ich da mal. Und du darfst jetzt draften. Mhm. Scottie Pippen, okay, da könnte man drüber streiten. Erster, zweiter Pick, Pippen und Wade. Ich weiß nicht, wen willst du wählen? Ich mag deine Argumentation. Ich finde es sehr geil, wie du hingehst und wie du das Ganze aufziehst. Finde ich spannend. Wenn du mich so fragst, ich nehme Dwayne Wade als ersten Spieler. Ja. Dann würde ich wahrscheinlich auch wählen. Dann hättest du an zweiter Stelle wahrscheinlich Scottie Pippen. Ja. Und danach pickst du in meinen Augen erstmal nur LeBron-Teammates. Mhm. Also ich sehe hier auf Seiten der Bulls keinen. Naja, wobei, du hast schon Rodman und ich pick Rodman vor Chris Bosh. Okay. Ich pick Rodman vor Kevin Love. Also der Einzige, der jetzt erstmal kommt, ist Kyrie. Kyrie, definitiv. So, und dann kommt aber schon wieder Rodman, okay, weil ich pick keinen von den anderen vor Rodman. So, und dann bist du schon mal 1-1-1-1. Kann man drüber streiten, aber danach hast du definitiv Chris Bosh, Ray Allen und Kevin Love in meinen Augen. Okay. Ja, so, das heißt, wenn man das Gesamt-Talent-Pool, was beide an ihrer Seite hatten, betrachten, hat LeBron ganz klar den Vorteil. Ich habe dir die All-Star-Stats aufgezählt. LeBron hatte die besten Teammates. Er ist nicht umsonst nach Miami gegangen und dann zurück nach Cleveland, um sich das zu dem Zeitpunkt für ihn maximal talentierte Team an seiner Seite zu stellen. Alles klar, sehr, sehr gutes Argument. Bin ich wirklich beeindruckt, wie du das aufgebaut hast. Allerdings liegst du in vielen Punkten falsch. Also natürlich sind All-Star-Nominierungen geil und die klingen vor allem auf dem Papier und halt, wenn wir sie hier in der Debatte sagen, super. Man muss aber auch bedenken, wer wurde da All-Star bei LeBron und warum? Denn wir gucken uns an, Mo Williams wurde All-Star, Zydrunas Ilgauskas wurde 2005 All-Star. Das sagt mir mehr darüber, wie schwach die Eastern Conference war im Vergleich zu, wie gut die Teammates sind. Denn gib mir die 2010er, gib mir alle All-Stars, die da sind und ich pick dir Mo Williams, Zydrunas Ilgauskas und ich weiß nicht, wer noch All-Star wurde aus der Truppe von damals. Die nehme ich an 200. Stelle. Die weiß ich nicht. Also Mo Williams weiß ich schon. Wenn die damals, nehme ich ganz hinten. 2010? Wenn du damals bei einem 66er Win-Team, ja, der zweitbeste Scorer warst und als Guard 20 aufgelegt hast, hattest du schon eine Berechtigung, All-Star zu sein. Musstest du eigentlich All-Star sein mit einem 66-Siegel-Team? Natürlich kannst du da All-Star sein, aber das heißt nicht, dass du irgendwie unter den Top-Spielern der Liga bist, sondern das heißt einfach, du bist im richtigen System. Kai Korver wurde bei den 60-Siege-Hawks All-Star. Steve Kerr war auch im richtigen System. Ja, aber der war ja ein Rollenspieler, der war ja nicht mal ein Starter. Ja, aber also nochmal zu den All-Star-Nominierungen, finde ich gut, ist ein super Argument. Was mich mehr interessiert ist, wie haben die Jungs denn wirklich abgeliefert im Vergleich zur NBA? Okay. Und da gucke ich mir die All-NBA-Teams an. Das ist jedes Jahr, für alle, die es nicht wissen, wird praktisch die beste Starting 5 der NBA gewählt und dann noch die zweite 5 und die dritte 5. Ja. Und dasselbe gibt es auch für Defense. Also man schaut da wirklich auf die besten Spieler der NBA. Bei LeBron gab es zwei dieser Teammates, einmal Dwayne Wade, einmal Kyrie Irving. Kyrie Irving wurde All-NBA Third Team. Mhm. Dwayne Wade war immer First oder Second Team, mhm, gebe ich dir. All-NBA Defense, Varejão einmal 2010. Mhm. Das sind also sozusagen die valuable Teammates, die wertvollen Teammates von LeBron. Auf Seiten von Michael Jordan, vor allem in den Jahren, wo es dann darauf ankam, nämlich in der Prime, nämlich 90 bis 98, Scottie Pippen war immer der beste Verteidiger der NBA in diesen Jahren. 10-mal All-NBA Defense, 7-mal All-Star und ich weiß nicht wie oft, habe ich jetzt vergessen aufzuschreiben, 6-mal All-NBA.
Das gleiche gilt für Rodman. Rodman war 3 Jahre lang dort, 3-mal Rebound Champ, 96 All-NBA Defense First Team und allgemein dann noch 2-mal Second oder Third Team. Also der hatte einfach, Michael Jordan hatte meiner Meinung nach die viel wertvolleren Spieler und es ist auch viel wertvoller, einen Scottie Pippen und Dennis Rodman zu haben, die wirklich Leistung bringen können, im Vergleich zu einem Mo Williams, der dir vielleicht, ja, klar wird der All-Star in der Eastern Conference, wenn du 66 Siege einholst. Das werden aber auch ganz andere Spieler. Gilbert Arenas war All-Star, der Typ war All-Star, der Typ war All-Star. Ja, du kannst immer mal All-Star werden. Das sagt für mich eher mehr darüber aus, wie schlecht die Eastern Conference war und wie gut LeBron war, dass er diese Jungs zu einem Level hochgehoben hat. Denn wo war Mo Williams danach? Okay, natürlich kannst du Scottie Pippen ist immer All-Star. Mo Williams überall. Gerne auf Gauskas einschießen. Kannst du auch gerne wegnehmen. Hast immer noch 4-mal so viele All-Stars bei LeBron. Hast auch immer noch 12-6 Ja, aber was sagt eine All-Star-Nominierung wirklich aus? Ja, aber was sagt eine All-NBA-Nominierung aus? Dass er zu den mindestens 3 besten Spielern auf seiner Position gehört. Beim All-Star-Team spielen auch zu 90% die besten Spieler. Natürlich rutscht mal einer durchs Fan-Voting rein oder durch ein... Aber ganz ehrlich... Du kommst viel leichter dadurch rein. Ja, weil es mehr Spots sind. Aber am Ende des Tages stehen doch trotzdem die besten Spieler dort auf dem Feld. Ja, so, und da du gerade All-NBA Third Team sogar mit reingenommen hast, das sind ja auch dann 15 Spots. Ja, das heißt, die Anzahl der Spots ist sogar höher. Und da war Kyrie mit drin. Dann nimm das halt raus. Dann sagst du ja nur damit, dass LeBron schlechte Mitspieler hatte. Du kannst dich auf Gauss und Williams einschließen, aber Wade, Bosch, Love und Kyrie. Und du musst halt noch dazu sehen, er hatte die immer 2 davon auch an seiner Seite. Er hatte immer, seit 2010 hatte er immer mindestens 2 davon an seiner Seite. Mhm. Ja, Jordan hatte als Konstante nur Pippen. Der Rest hat variiert. Als Konstante hast du wirklich nur Scottie Pippen an deiner Seite. Nur Rodman den besten Verteidiger der Pippen, NBA. Gegen Pippen sag ich ja nicht. Das ist so, als hättest du LeBron seine ganze Karriere lang Kawhi Leonard hingestellt und hätte gesagt, spiel mit ihm und gewinn 6 Titel. LeBron hatte auch in Ray Allen einen der besten oder damals vielleicht den besten Dreierschützen. Ja, aber ein Jahr. Ja. Rodman hatte er 3 Jahre. Die einzige Konstante war Scottie Pippen in den 90ern. Ja, und LeBron hatte als Konstante ab 2010 immer mindestens 2 Superstars. Okay. Und du kannst auch Chris Bosh und Kevin Love gerne kleinreden, aber die sind dann vielleicht im System mit LeBron in eine kleinere Rolle geschlüpft. Mhm. Aber als sie kamen, Kevin Love war in Minnesota ein Monster. Ja, aber das 31 war es nicht in Cleveland. Rebounds. Ja, Chris Bosh war in Toronto ein Monster. Absolut. Dass LeBron dann ihre Rolle limitiert, das ist dann LeBrons Schuld oder die Schuld des Systems. Aber er hat in Kevin Love und in Chris Bosh sich 2 Spieler an seine Seite geholt, die absolutes Top-Level waren, die unfassbar dominant waren und die auch in ihren eigenen Teams unumstrittene Leader und Superstars waren. So, ja. Das heißt, du kannst sie nicht nur aufgrund dessen bewerten, was sie dann an LeBrons Seite geleistet haben. Das ist auch mit LeBrons Schuld. Das ist mit LeBron. Ey, wenn du sagst, wenn aber wir reden darüber, wer waren die besten Teammates von den jeweiligen Spielern. Und da reden wir natürlich davon, wie hat Kevin Love performt, als er dann wirklich neben LeBron James stand. Und auch das ist ja auch LeBrons Schuld. Das ist ja. Das ist die Schuld des Systems. Du kannst doch nicht LeBron dafür verantwortlich machen, dass er LeBron ist. Wenn LeBron sagt, ey, ich will 5-out spielen, ja, ich brauche Spacing, ich brauche Shooter, dann muss ein Chris Bosh eben in der Corner stehen und Dreier werfen. Ja, dann und das ist sein Problem. Warum hat er daran Schuld? Er limitiert doch deren Rolle. Ja, kann ja sein, aber er limitiert doch deren Rolle. Wir reden davon, wenn er auf dem Feld steht und da steht Kevin Love, was bringt mir Kevin Love? Was bringt mir Chris Bosh? Wenn die davor in ihren jeweiligen Teams die Franchise-Player waren und jetzt nur noch kleinere Rollen haben. Aber nicht, weil sie es nicht können. Davon redet doch keiner. Das ist auch eine Qualität. Das sage ich ja nicht. Das ist auch eine Qualität. Ich habe dir neulich die Sets genannt von Pippen in den 93er Finals, 21-9-7. Ja? Das ist auch eine Qualität von Jordan, ihm diesen Spielraum zu lassen, die Assists zu spielen, 20 Punkte zu scoren. Ja, wenn LeBron dann in 90% der Possessions den Ball bringt und 20 Sekunden Löcher in den Boden dribbelt, dann hat er trotzdem noch den Kevin Love da stehen, der ein unfassbar guter Spieler ist, der die Fähigkeit hat, in der NBA 30 und 30 aufzulegen, ja, wie er es in Minnesota gemacht hat. Das Talentlevel ist auf diesem Niveau und den limitiert er einfach. Trotzdem hat er das Kaliber da stehen. Aber er ist ja die dritte Option. Ja, das spricht ja noch mehr dafür. Nein, wenn du als dritte Option einen Kevin Love hast, das ist krass. Das ist krass, aber das heißt auch, dass er in der Rolle nicht zu Hause ist. Wir haben das gesehen bei Kevin Love. Du bist selber großer Cavaliers-Fan, mal Team Jordan ausgenommen. Du weißt genau, wie Kevin Love die ganze Zeit in jedem Playoff-Spiel gestruggelt hat. Immer hin und her. Ja. Einmal 30-30, einmal 8-9. Du weißt genau, wann er gestruggelt, dass er gestruggelt hat. Welcher Spieler kann das denn? Welcher Spieler kann das in seiner Prime,
ja, als absoluter Superstar-Franchise-Player zu kommen, ja, und dann plötzlich eine dritte Option zu sein, zu wissen, du bist eigentlich, das ist erstmal eine Umstellung, natürlich, da wird jeder strugglen. Chris Bosh sagt dir heute noch, ey, es war schwer, es war fucking schwer. Glaube ich, aber das besprechen wir doch hier nicht, ja, das diskutieren wir doch gar nicht. Na, ich will doch nur sagen, dass diese vier Spieler absolutes Top-Niveau waren, mhm, und Kevin Love vom Talent her nicht der Spieler ist, der jetzt in Cleveland war. Okay. Und das ist LeBrons Schuld, dass er das nicht war. Also pass auf, gehen wir mal von den Teammates weg, ja, weil du machst es schon beide haben gut und genannt. Ich verstehe, was du meinst. Reden wir mal über das Coaching. Ja, gerne. So, und da bin ich jetzt sehr gespannt, ja, kannst was, auch sein, was du mir auflistest, denn Phil Jackson, der verdammt nochmal erfolgreichste Coach in NBA History, hatte Michael Jordan die ganze Zeit in seiner Prime dastehen. Der stand an der Sideline, hat ihn zu 6 Meisterschaften gecoacht. Jetzt gucke ich mir an, wer bei LeBron James stand. Auch gerne nur bei den Finals Runs. Ja. Bei den Finals Runs, wen haben wir da? Eric Spoelstra, mhm, David Blatt, hat er nicht gewonnen, Tyronn Lue und jetzt bei den Lakers Luke Walton. Okay. So kann ich einen von diesen Coaches auch nur annähernd vergleichen mit der Klasse von der Greatness von Phil Jackson? Okay, kann ich? Hau rein, Digga. Okay, also Eric Spoelstra würde ich fast rausnehmen, den würde ich jetzt nicht so kleinreden, der genießt inzwischen hohes Ansehen, gehört schon zu den Top-Coaches in der NBA. Okay, lass mich dazu gleich was sagen. Ja. Ja, er genießt heute dieses Ansehen, ja, unter anderem wegen den 2 Titeln. Als er 2011 angefangen hat, LeBron zu coachen, war er letztendlich niemand. Und jeder hat gesagt, ah, das klappt eh nicht, Pat Riley soll lieber kommen und coachen. Okay. LeBron hat selber gefragt, kann Pat Riley bitte coachen. Okay. Also der ist nicht diese Coaching-Legende und ganz sicher nicht auf einem Level mit Phil Jackson. Gut, dass du genau das sagst. LeBron hat selber gefragt, kann nicht Pat Riley coachen. LeBron fragt ja gerne mal, ob jemand anders coachen kann. Und jetzt stelle ich mir nämlich die entscheidende Frage. Ja? Phil Jackson, der große Phil Jackson, ja, einer der besten Trainer aller Zeiten. Was war denn Phil Jacksons erste Head-Coaching-Station? Die Bulls. Ja, richtig, die Bulls. Ja. Ja, also Phil Jackson kam nicht dahin als der große Zen-Master mit den 10 Ringen, als der All-Time-Great-Coach. Er war ein Rookie-Head-Coach. Ja. Er war ein Rookie-Head-Coach, genauso wie Tyronn Lue, genauso wie David Blatt, ja. Oder auch, ne, Eric Spoelstra war kein Rookie, er war auch ein junger Coach. Ja, Phil Jackson war ganz am Anfang und hatte noch nichts gerissen als Head Coach. Er war ein Rookie. Und er ist erst zusammen mit MJ zu diesem großen Coach geworden. Warum? Weil MJ sich hat coachen lassen. Weil MJ ihm Zeit gegeben hat. Weil MJ bereit war, das auszuprobieren. Ja, aber was willst du mir damit sagen? LeBron hatte halt diesen Luxus nicht. Er hatte nicht diese Zeit, weil LeBrons Uhr hat getickt. Er musste langsam Titel gewinnen. Denn es gab aber MJ doch auch. MJ war auch schon 6-7 Jahre in der Liga und hatte noch keinen Titel. Ja, aber die Leute haben auf ihn eher geguckt, so, ja, kann er einen Ring gewinnen, damit er in der Magic und Larry Bird Discussion ist. Ja, bei LeBron ging es darum, hey, kannst du der größte Basketballer aller Zeiten werden? Bitte heute noch mit 25, 26 Jahren. Ja, aber was will er denn? Er hatte in Miami hatte er erst Eric Spoelstra, holt 2 Titel. Ja. Da kann er sich nicht beschweren. Dann kommt er zurück nach Cleveland, hat schon 2 Titel. Das heißt, du kannst nicht mehr sagen, er hatte den Druck, er muss einen Titel gewinnen. Und er bekommt David Blatt. Er musste für Cleveland gewinnen. Okay, aber er bekommt David Blatt, ja? Ja. Der als Rookie-Head-Coach in seiner ersten Saison die Finals erreicht. Mhm. Ja? Der da reingeschmissen wird in eine Situation mit maximalem Druck. Der kommt als Rookie dahin, wusste zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass er LeBron James coachen muss. Und bekommt es irgendwie hin und bringt dieses Team in die Finals, ohne Kevin Love in den Playoffs und zum Teil auch ohne Kyrie Irving, bringt das Team in die Finals, 2 Siege entfernt von der Meisterschaft. Und in der kommenden Saison führt er das Team zum besten Record in der Eastern Conference mit einem Record von 30-11. Okay. Und er wird gefeuert. Ja, weil er nicht gepasst hat. Weil es nicht gepasst hat. Und ein Zitat von David Blatt nach seiner Entlassung, ja, there's no doubt that LeBron is the center. He's the cornerstone of the club. There's no doubt that LeBron was more important to the system than me. Was übersetzt heißt, LeBron wollte mich hier nicht. Nee, so. Es heißt, dass der GM gesehen hat. Wir haben beide über ihn geredet. David Griffin. Du hast selber gesagt, du schätzt ihn auch. Er hat gesehen, ey, irgendwie, auch wenn die gerade den besten Record haben, es funktioniert einfach nicht. Ja, warum funktioniert es nicht? Weil LeBron James, dem gehört der Lockerroom. Wenn LeBron James sagt, der Coach ist kacke, dann sagt auch ein J.R. Smith, ja, der Coach ist kacke. Er ist doch der Leader. Ja, und was ist, wenn Michael Jordan gesagt hätte, Phil Jackson ist kacke? Meinst du, Phil hat Jackson war nicht? Weil Phil Jackson nicht kacke war. Ja, willst du David Blatt vergleichen mit Phil Jackson? Willst du Eric Spoelstra vergleichen? Nur weil sie beide Rookie-Head-Coaches sind. Vergleich David Blatt in seinem ersten Jahr in der NBA mit Phil Jackson in seinem ersten Jahr in der NBA. Ja, beide gehen in die Finals, aber es ist vollkommener Unterschied. Vergleich halt... In seinem ersten Jahr ist er nicht direkt in die Finals gegangen bei den Bulls. Okay, in seinem zweiten Jahr, oder? Vergleich halt Rookie of the Year LeBron James mit Rookie of the Year Tyreke Evans.
Ja, das ist doch auch was komplett anderes, obwohl beide Rookie of the Year werden. Der 89er Phil Jackson ist nicht der 2010er Phil Jackson mit 11 Ringen. Nein, sag ich ja nicht, aber er ist in the making. So. Ja, er ist in the making, was wusstest du damals noch nicht? Vielleicht war David Blatt auch in the making. Ja, scheinbar nicht, sonst wäre er erst geworden. Ja, aber er hat nicht mal mehr danach einen Job in der NBA bekommen, obwohl er ja der geile Coach ist. Ja, aber das... Oh. Digga, ich verstehe, was du mir sagen willst, aber Phil Jackson ist Phil Jackson. LeBron wollte sich Tyronn Lue da hinsetzen, mit dem waren alle cool, das war ein Buddy, Assistant Coach. Da kann LeBron sein Ding machen, da wird sein System gespielt. David Blatt kam vielleicht mit anderen Visionen aus Europa, aus der Euroleague. Wie hatte einen gewissen Basketball im Sinn, mit dem er vielleicht dachte, ey, ich habe eine Vision, damit können wir in der NBA sehr erfolgreich sein. Aber sowas braucht seine Zeit. Okay, was sagen wir jetzt über Tyronn Lue? Der ist ja auch in seiner Rookie-Saison, also in seiner Rookie-Coaching-Saison, ist er ja auch in die Finals gekommen, hat direkt einen Titel gewonnen. Ist er jetzt der bessere Coach als Phil Jackson? Weil das macht, deine Argumentation ist praktisch, Phil Jackson war jung, aber er war ja trotzdem schon Phil Jackson. Das ist genauso, wie wenn du sagst, ich hatte zwei Rookies, Michael Jordan und, keine Ahnung, Tyreek Evans. Beide werden Rookie of the Year und natürlich aber der eine ist Michael Jordan. Ja. Den hast du doch lieber auf der Bank, auch schon als Rookie. Es geht doch darum, dass LeBron die Coaches absägt, bevor sie überhaupt die Chance haben, sich zu entfalten. Was ist, wenn Eric Spoelstra, wenn der 65 ist, vielleicht hat er auch 10 Meisterschaften gewonnen. Ja, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht dann, dann werden auch Leute in 30 Jahren sagen, ja, LeBron James, der hat ja den großen Eric Spoelstra. Ja. Aber das war er damals noch nicht. Aber schau mal, erstmal, er wurde jedes Jahr mit Michael Jordan, der bessere Phil Jackson, immer näher zum Legendenstatus, ist dann weg von Michael Jordan, ist zu den Lakers und wurde direkt wieder Meister. Ja. Dreimal. Und wurde dann nochmal zweimal Meister. Er braucht Michael Jordan nicht. So gut ist er. So wie Coaches Spieler besser machen, machen auch Spieler Coaches besser. Okay. Meinst du nicht, Phil Jackson hat in dieser Zeit auch viel gelernt und viel von MJ profitiert? Natürlich. Die sind zusammengewachsen. Und Eric Spoelstra hat nicht davon profitiert? Doch. Sonst würde den kein Mensch kennen. Vielleicht hätte er gar keinen Job mehr in Miami. Aber LeBron will keinen Elite-Coach an seiner Seite haben. Warum hatte er denn einen Elite-Coach? Ja, warum er wollte Pat Riley. Ja, warum wollte er Tyronn Lue? Warum hat er nicht gesagt, ey, feuert Blatt und holt mir einen elitären Coach her, einen gestandenen Coach? Nein, er wollte Assistant Coach Tyronn Lue, weil er da sein Ding durchziehen kann, weil er ihn kennt, weil er ihm vertraut, weil er ein Spieler war. LeBron hat immer besser gespielt unter Leuten, die selber Spieler waren und dann Coaches wurden. Aber sag mir ganz ehrlich, welcher legendäre Coach war denn gerade frei? Hat er Red Auerbach anrufen können und sagen, hey, willst du die Cavs coachen? Zum Beispiel, ja? Nein, ich hab den Trainermarkt von damals jetzt nicht im Kopf. Nee, ich auch nicht, aber es ist schwierig. Es ist schwierig. Trotzdem wollte er doch Tyronn Lue haben, bei dem es viel einfacher ist, seinen Stiefel runterzuspielen. Aber da reden wir von 2015, 16. Ja. Also ich will nochmal sagen, als LeBron nach Miami ist, er stand bei Pat Riley im Büro, hat gefragt, kannst du bitte coachen? Ja, und genau, das ist doch der Punkt. Dein Punkt war gerade, LeBron will keinen legendären Coach. Nein, jetzt fragt er den legendären Coach, kommst du bitte zu mir? Und du sagst, ja, das ist der Punkt. Das stimmt doch gar nicht. Digga, das stimmt doch nicht. Der Punkt ist auch da, dass er Eric Spoelstra gar nicht die Chance geben will. Und Eric Spoelstra hat sich bewiesen und bewährt, aber er wollte ihm gar nicht die Chance geben. Sollen wir über die 3 oder 4 Coaches reden, die vor Phil Jackson da waren, die alle gehen mussten, weil Michael Jordan nicht mit ihnen klarkam? Ja, lass doch mal darüber reden. Ich habe nicht mal mehr die Namen im Kopf, aber der hatte in seinen ersten 3, 4 Jahren 4 Coaches, weil er mit allen nicht klarkam. Ich habe dir doch in der letzten Folge auch vorgelesen, wem er da gespielt hat. Da hätte auch Red Auerbach nichts reißen können. Ach so, das war einfach ein Trash-Spiel. Wir blamen jetzt LeBron, weil er mit dem Coach nicht klarkommt. Wenn Michael Jordan mit irgendeinem Coach nicht klarkommt, dann sagt er, ey, hol mir einen neuen. Wann hat er das gemacht? Er hat 100-mal verlangt, andere Teammates zu holen. Ey, was? Du machst mich heute richtig wütend hier. Warum denn? Warum denn? Kommen wir zurück auf LeBron, der Pat Riley wollte. Ja, genau da in die Richtung wollte ich nämlich auch gehen. Okay. LeBron hat sich vieles, was schief läuft, auch einfach selbst zuzuschreiben. Weil er einfach dieser dominante Typ ist, der alle Fäden in der Hand haben will. Mhm. Wenn LeBron James in deiner Franchise spielt, dann ist er die Franchise. Okay. Ja, er ist doch unter anderem eine Sache, die ihm in Miami total missfallen hat, ist, dass seine Jungs nicht mit ins Team playen konnten oder nicht keine besondere Section irgendwie in der Arena bekamen. Also wenn LeBron James in deiner Franchise ist, dann will er die Fäden in der Hand haben. Okay. Ja, und das betrifft sowohl den Coach, als auch den GM, als auch den Draft, als auch Trades, als auch Free Agents. Das betrifft alles. So, und das ist das Ding, er will immer alles haben. Zum einen will er, dass seine Clutch Sports
Clients, Tristan Thompson und J.R. Smith, unfassbar überbezahlt werden, weil das ist seine Agency. Ja klar, Rich Paul leitet den Laden, aber ja, jeder weiß, dass LeBron da mit drin ist. Der will, dass die fetten Deals kriegen, weil das seine Agency ist, will aber gleichzeitig, dass die Cavs einen krassen Free Agent nach dem anderen oder einen krassen Trade nach dem anderen aus dem Hut zaubern. Du kannst aber nicht alles haben. Genauso kannst du dir nicht hinstellen und sagen, ich werde nie wieder weniger als das Max verdienen und gleichzeitig verlangen, dass die Cavs den krassen Free Agent Sommer haben. Du willst das Max, J.R. Smith wird überbezahlt, Tristan Thompson bekommt einen kranken Deal, weil es deine Clients sind. Ja, Clutch Sports macht richtig Business bei den Cavs. Ja? Okay. Und dann kritisierst du aber die Cavs und sagst, we need a fucking playmaker. We are top heavy as shit. Ja, du kannst aber nicht alles haben. Guck dir Dirk an, guck dir Tim Duncan an mit ihren Paycuts, die sie genommen haben, um den Spurs, um den Mavs zu helfen. Okay, so, wir reden aber über MJ. Ja, wir reden aber... Wir reden über MJ und LeBron. Also lass nicht über Tim Duncan und Dirk reden, weil ich sag dir gleich mal was über deinen Michael Jordan. Ich sag dir auch was über meinen Michael Jordan. Wir haben schon mal über den Trade von Charles Oakley gesprochen zu den Knicks für Bill Cartwright. Ja. MJ war pissed, richtig pissed. War pissed, absolut. Er hielt so viel von Charles Oakley und extrem wenig von Bill Cartwright. Hat ihn Medical Bill genannt, hat ihm wohl im Training schlechte Pässe zugespielt, um zu untermauern, dass er nicht fangen kann. Absolut. Ja, hat ihn richtig abgefuckt. Trotzdem hat er sich irgendwie mit der Situation arrangiert und hat mit Bill Cartwright im Roster 3 Championships gewonnen. Ach so, so drehen wir das jetzt. Wieso drehen wir das? Also er versucht die ganze Zeit zu betonen, wie schlecht ein Spieler ist, der hergetradet wurde. Er macht den systematisch fertig, er mobbt den, er nennt ihn Medical Bill vor allen Leuten. Ja, macht und er. Dann, weil er 3 Titel gewinnt und der zufällig im Roster ist sagen wir, er hat sich arrangiert. Er ist nicht irgendwo hingegangen, hat ein Superteam geformt und dann nach 4 Jahren wieder zum nächsten Superteam. Er war kurz davor, nach New York zu gehen, zu Patrick Ewing, Alter. Er hat schon die Tasche gepackt, das war nur eine Business-Entscheidung. Was für eine Business-Entscheidung? Vom Team. Das Team hat ihn letztendlich nicht getradet. Er wollte gehen. Frag ihn. Pass auf. Ich frage ihn. Ja, ich rufe ihn gleich an. Ich wollte damit nur sagen, auch das Bulls Front Office hat immer nicht die Entscheidung getroffen, die MJ für richtig hielt. Ja? Und ich habe jemand ein Zitat für dich vom damaligen GM der Bulls, Jerry Krause, wie wir es aussprechen wollen. Ja? Und er sagt... Michael ist niemals zu mir gekommen und hat andere Spieler gefordert. Er hat mir niemals Spieler genannt, die ich draften oder traden soll. Er hielt sich für so verdammt gut, dass er sich sicher war, es auch alleine zu schaffen. Okay, Props an ihn dafür. Gebe ich dir vollkommen recht. Was ist damit, dass Scottie Pippen 1997 getradet werden sollte für Tracy McGrady? Als der getradet wurde? Getradet? Nein, und weißt du warum? Und jeder erzählt diese Geschichte ganz genau so. Michael Jordan ist ins Front Office gelaufen, hat gesagt, wenn ihr Pippen tradet, retire ich. Und, war das eine richtige Entscheidung? Was ist denn das für eine Argumentation, Digga? Du erzählst mir die ganze Zeit, ja, LeBron ist so schlimm und er sabotiert das Team und bla bla bla. Wenn Michael Jordan das Gleiche macht, dann sagst du, ja, aber es stimmt doch. Ja, aber war es nicht die richtige Entscheidung, David Blatt abzusägen? Weiß man nicht. Doch, weiß ich. Weil sie 2011, das war ein besserer Rekord, als Tyronn Lue jemals erreicht hat. Aber sie haben 2015 mit ihm verloren. Das Team konnte und wollte nicht. Digga! Warum? Das ist doch so! Du kannst David Blatt, musste in den Finals, hatte er nur LeBron. Matthew Dellavedova war der zweitbeste Spieler. Kyrie Irving war verletzt, Kevin Love verletzt. Du warst in den Finals, machst in der nächsten Saison 30-11, einen Rekord, den Tyronn Lue niemals erreicht. Du kannst niemals David. Niemals erreicht, du kannst David. Trotzdem 60 Siege oder so. Du kannst David Blatt gar nicht beurteilen. Natürlich kann ich ihn beurteilen. Nein, er hat nichts falsch gemacht. Ja, aber er hat auch nicht viel richtig gemacht. Er war eine Pussy. Du hast selber. Du hast selber Return of the King gelesen. Du weißt, was da drin steht. Und da steht drin, dass David Blatt absolut es sich verkackt hat mit mehreren Cavs-Spielern. Nicht nur mit LeBron. Und vor allem deswegen, weil er es nicht auf die Reihe bekommen hat. Sie sitzen im Videoraum, gucken sich das Spiel vom Vortag an. LeBron macht einen Fehler, David Blatt sagt keinen Ton. Kyrie macht einen Fehler, Kyrie, das musst du besser machen, bla bla bla. Das ist der Grund, warum er gehen musste, weil er so eine Bitch war, dass er es nicht mal gepackt hat, LeBron in die Augen zu gucken und zu sagen, du hast einen Fehler gemacht. Aber er sagt doch, Tyronn Lue hat's gemacht. Mit was für einem Druck kommst du da hin? Du weißt doch, ist doch du weißt doch, dass LeBron auch Druck. Du weißt, und hat Tyronn Lue LeBron kritisiert? Ja! Weißt du das? Was im fucking Buch steht, okay, Digga! Sie haben die Championship damit gewonnen! Okay, ist in Ordnung. Haben sie die Championship gewonnen? Haben sie 2015 auch die Championship gewonnen mit Kyrie und Love, oder? Ist ein fairer Punkt. Hätten sie auf jeden Fall gewonnen, ja. Hätten sie. Mit? Ja. Wem als Head Coach?
Ja, hätte auch passieren können. Du kannst David Blatt nicht vorwerfen, dass er ein schlechter Coach war. Das ich werde nicht vor sein schlechter Coach ist. Pippen gegen McGrady Argument zu kommen. Ja. Was ist denn damit? Ja, er hat sich eingemischt und dann wurde die für die Bulls beste Entscheidung getroffen. Und dann haben sie mit Pippen noch eine Meisterschaft gewonnen. Also ich kritisiere es ja gar nicht, dass du dich als Franchise-Player einmischt. Mhm. Das macht jeder. Mhm. Das hat auch Kobe bei den Lakers gemacht. Ja. Aber LeBron hat die Cavs so sabotiert, dass sie... Er hat sie zum Schlechten sabotiert. Den einzigen Punkt, den ich dir gebe, sind die zwei Verträge. Tristan Thompson, J.R. Smith, das ist LeBrons Schuld. Und da trägt er auch wirklich die Schuld. Das gebe ich dir. Aber alles, wo er sich einmischt und sagt, ey, mit dem Coach komme ich nicht klar, wir brauchen einen anderen Coach. Oder ey, trade mir den Spieler her oder mach das und das, drafte den und den. Das ist sein gottverdammtes Recht als Franchise-Player. Michael Jordan hat das Gleiche gemacht. Er hat sich doch zu Tode aufgeregt mit dem Charles Oakley-Trade. Er hatte damals nur noch nicht das Standing, dass er sagen konnte, nee, den traden wir nicht. Er hat sich zu Tode aufgeregt, als Pippen getradet werden sollte. Und jedes Mal zu Recht, jedes Mal wurden die Meisterschaften danach gewonnen. LeBron mit James, Tyronn Lue doch auch. Eine. Gegen die Warriors. Du warst in der letzten Episode, hast du mir selber gesagt, die Warriors sind unbesiegbar für jedes Team ever. Und 2015 hätten sie mit David Blatt auch die Warriors geschlagen mit einem vernünftigen Line-Up. Ja, okay, und dann wäre er vielleicht auch nicht gefeuert worden. Oder vielleicht doch, du weißt es ja nicht. Er ist gefeuert worden, als sie 30-11 standen. Bester Record im Osten. Okay, pass auf, wir machen hier gerade eine reine Coaching- Analyse und jeder da draußen kann mir gerne sagen, wen er lieber als Head Coach hat und mit wem es wahrscheinlicher ist, dass er für immer zusammenbleibt. Phil Jackson oder Eric Spoelstra und fucking David Blatt und Tyronn Lue. Du blickst ja von heute drauf, weil Phil Jackson jetzt der Coach ist, der er ist. Nein, schau mal, Phil Jackson kommt rein, gewinnt im ersten Jahr nicht, ist aber Best Buddy mit Michael Jordan. Er hat selber gesagt, die beiden hatten eine Bruder-Friendship, wie auch immer. Die hatten eine krasse Beziehung, weil sie auch ungefähr noch in einem vernünftigen Alter waren, wo das funktioniert. Und das ist der Hauptgrund. Jedes Jahr wurden sie besser. Sie haben im zweiten Jahr den Threepeat angefangen. Ja. David Blatt hätte keinen Threepeat gestartet. Digga, erzähl mir nichts. Du redest hier von Dingen, die du nicht weißt. Vielleicht hatte David Blatt da in Europa das System entwickelt, mit dem er in die NBA unfassbaren Erfolg haben kann. Vielleicht hat er ein System entwickelt à la San Antonio, das über Jahre hinweg erfolgreich gewesen wäre. Das braucht aber vielleicht seine 2, 3, 4 Jahre. Ich will nicht sagen, dass es so ist. Ja? Okay, dann tu es halt nicht. Aber LeBron hat ihm niemals die Chance gegeben. Es hätte so... Du weißt es nicht. Okay, pass auf. Armer David Blatt, ja? Da habe ich jetzt verstanden. Aber ich stelle Michael Jordan ganz sicher nicht unter diesen Heiligenschein, was du machen willst. Michael Jordan war der größte Arsch einfach nur in dieser Franchise. Er hat Spieler, die er nicht mochte, bis ins Unendliche gemobbt. Es war ja nicht nur Bill Cartwright, es war ja auch BJ Armstrong, glaube ich, der Point Guard. Er hat BJ Armstrong 2 Würfe nehmen lassen pro Spiel, hat er selber gesagt. Oder Phil Jackson, 2 Würfe pro Spiel, hat er die nicht getroffen, ist MJ zur Bank gelaufen, hat gesagt, tu ihn raus, ich will ihn nicht mehr sehen. Ja, er hat Bill Cartwright mit Absicht schlechte Pässe zugeworfen, damit er schlecht aussieht. Und du erzählst mir die ganze Zeit, was für ein blöder Mensch LeBron ist. Hat er die Bulls zu 6 Meisterschaften geführt, und egal wer an seiner Seite stand. Und LeBron zu 9 Finals-Teilnahmen in 3 Teams. Ja, richtig. Du sagst in drei Teams. Und er ist immer gegangen, wenn es gerade nicht mehr gepasst hat. Wenn es gerade nicht mehr gepasst hat, er hat 10 Jahre ausgehalten bei den Cavs. 7. Cleveland. Oh fuck, wir kommen nicht an den Celtics vorbei. Ich forme ein Superteam in Miami. Okay, ich hole meine 2 Meisterschaften. Oh fuck, die Spurs haben uns richtig weggehauen. Dwayne Wade wird älter. Dwayne Wade ist viel verletzt. Ich forme mir ein neues Superteam in Cleveland. Und dann, oh fuck, jetzt kommen die Warriors. Ich habe Kyrie, ich habe Love, ich habe meine jungen Superstars. Okay, wir holen uns JR und Shumpert. Okay, David Griffin, holen wir mal noch, obwohl wir gar keine Flexibilität haben, holen wir mal noch den Kyle Korver rein. Okay, kriegen wir irgendwie hin. Jetzt holen wir noch mal einen Best Buddy Dwayne Wade hier ins Boot. Aber lauter Spieler, die längst über ihrem Zenit sind. Aber er will sie doch. Nein, LeBron sagt, besorg mir einen Shooter. Die Cavaliers sagen, ach, weißt du was, wir holen einen 37-jährigen Kyle Korver. Und Kyle Korver hat seine Rolle als Shooter nicht erfüllt? Ganz sicher nicht in den Playoffs. In den Finals nicht. Hol mir einen anständigen Point Guard. Ja, ich hol dir George Hill, der seit über einem Jahr in Sacramento des Todes struggled, nie wieder klarkam, seit er für Kawhi getradet wurde und jetzt absolut ablost in den Finals. Das ist doch das Ding. Warum ist das Ding? Diese Situation hat LeBron euch doch eingebrockt. Wenn du Tristan Thompson nicht diesen Deal gibst, wenn du J.R. nicht diesen Deal gibst, hast du vielleicht ein bisschen mehr Flexibilität. Warum ist Kyrie gegangen?
weil er auch keinen Bock mehr hatte auf dieses Dilemma. Okay, wollen wir jetzt drüber diskutieren, wer das größere Arschloch ist? Weil ich glaube, dann verliert trotzdem Michael Jordan. Es geht darum, dass die Franchise zum großen Teil auch so schlecht ist, weil LeBron seinen Einfluss einfach falsch ausgenutzt hat. Dieser Kyrie-Trade, warum wollte Kyrie weg? Weil er keinen Bock mehr drauf hatte, dass alles sich nach LeBron richtet. Aber Digga, unser Diskussionspunkt ist, wer hatte es schwerer durch die Teammates, Coaches und die Franchise, bei der er gelandet ist, die er um sich hatte, wer hatte es schwerer, GOAT-Status zu erreichen? Und du sagst mir da nur, LeBron ist ein schlechter Mensch und keiner hat Lust auf LeBron. Nein, ich habe dir vorhin gesagt, LeBron hat die besseren Teammates, das heißt, MJ hatte es bei den Teammates schwerer. Ja, da habe ich dir gesagt, das stimmt nicht, weil du All-Star-Nominierungen zählst und ich All-NBA. Und das ist ein Unterschied. Spots gibt es anstatt 12 All-Star-Spots. Ja? Mo Williams gegen Dennis Rodman. So. Okay. Und da sehe ich einfach LeBron von den Teammates her leichter. Und bei Coaching und Franchise ist es für mich ein Teil. So, weil du Phil Jackson beurteilst. Wir haben über die Franchise noch gar nicht geredet. Doch, was die Cavaliers alles für Fehler gemacht haben. Wir haben über Phil Jackson unendlich geredet und wie schlimm LeBron ist. Sollen wir über die Franchise reden? Können wir gerne machen, klar. Anthony Bennett. Ja. Mic drop, case closed, Anthony Bennett, Dion Waiters. Was sind das für Draftpicks? Wir haben selber drüber geredet, Mann. Es ist Bullshit. Ja, aber diese Picks, die standen noch, die fanden noch nicht statt, als LeBron da war, oder? Nee, aber die waren dafür da, dass das Team gut dasteht, weil sie seit 2012 versucht haben, ihn zurückzurekrutieren. Okay, aber stell dir vor, 2011, 12 hätten sie die absoluten Superstars gedraftet. Ja, dann wäre LeBron bestimmt nicht zurückgekommen. Doch, klar, dann hätte er aber 2014 ein anderes Team davor gefunden und hätte auf jeden Fall nicht, er hätte sich so oder so dort ein Superteam geformt. So war es mit Kyrie und Love. Wenn sie besser gedraftet hätten, wäre es vielleicht mit Giannis und Klay Thompson gewesen. War es aber nicht. Okay. So. Er, Fakt ist, er hat sich dort ein neues Superteam geformt. Und die Fehler, die sie gemacht haben, bevor er da war, die können wir gar nicht zählen, weil da war LeBron nicht da. Und als er da war, lief alles dann so, wie er es wollte. Er wollte Wiggins für Love, er hat Love bekommen, er wollte mit Kyrie spielen, er hat seine Jungs bekommen. Und ab dem Zeitpunkt hat er die Franchise einfach wieder in ein Dilemma gerissen. Ey, ich sehe einfach das Problem nicht, weil du ihm praktisch vorwirfst, dass er in einem System zweimal reingekommen ist, wo nicht alles gepasst hat und er tut alles, um sich das so zurechtzuformen, damit es passt, weil er weiß, worauf es ankommt, um eine Championship zu gewinnen. Und Michael Jordan hat einfach Glück des Todes, dass er einen Hall of Fame Coach zufällig in seiner ersten Saison praktisch bekommt, also in seiner ersten Saison als Head Coach, ist da zufällig auch Michael Jordan. Dann hat er Glück, dass er mit Scottie Pippen jemand gedraftet bekommt, der letztendlich der Kawhi Leonard der 90er ist und der einfach, den kannte niemand. Ja, das ist wie ein Pick, wenn du Giannis pickst und nach drei Jahren ist er Giannis Antetokounmpo. Ja, aber du, ich will dir nur sagen, die Situation, in die Michael Jordan reingekommen ist, die war nach ein paar Jahren absolut perfekt. Während sie auf der Seite von den Cavaliers bei LeBron James nur auseinandergebrochen ist. Da hat nichts funktioniert. Deswegen musste er weg. Deswegen musste er super. Welches Superteam hat sich denn geformt in den 90ern, wo Michael Jordan überlegen musste, scheiße, wie mache ich das jetzt? Es hat sich gar keins geformt. Nur die Bulls waren ein Superteam, weil sie auch noch Dennis Rodman dazu geholt haben. Ron Harper dazu geholt haben. John Paxson, Steve Kerr. Das Team haben doch auch über die Celtics und die Pistons geredet. Das waren für damalige Verhältnisse auch Superteams. Ja, aber die wurden, du hast es selber gesagt, die wurden stetig älter und man wusste, okay, der MJ Prime geht genau dann los, wenn die alle weg sind. Und dann gab es nicht dieses, hey, wir formen uns nochmal zusammen, Larry Bird, Magic Johnson, Kareem, lass mal ein Team machen, wie es die 08er Celtics gemacht haben. LeBron wusste nicht, wohin. Die Cavs haben nicht abgeliefert. Ja, wie gesagt, ich habe es vorhin zitiert, Bulls GM, ja. Die Bulls haben auch nicht mal abgeliefert, aber MJ hat gesagt, ey, ich bin so krass, ich kriege das auch trotzdem hin. Und also, er hat es trotzdem hinbekommen, ohne Charles Oakley. Ja, er hat es hinbekommen, er hat es auch vor Dennis Rodman hinbekommen, er hat es mit Bill Cartwright hinbekommen, er hat es hinbekommen. Und deswegen will ich dir sagen, dass LeBron ganz klar die besseren Mitspieler hatte und beim Coaching bei der Franchise sind vielleicht auf den ersten Blick die Cavs schlechter geführt und hatten die schlechteren Coaches, aber das ist in meinen Augen zum Großteil LeBrons Schuld, weil MJ es viel mehr möglich gemacht hat, sich coachen zu lassen und auch die Franchise ihr Ding machen zu lassen. Und deswegen sehe ich hier eher ein Unentschieden und deswegen ist insgesamt für mich MJ vorne. Das ist der Hammer, ey. Als würde ich Skip Bayless gegenüber sitzen. Du bist auch noch Skip Bayless. Du bist heute so krass Skip Bayless, Alter. Was du mir jetzt alles an den Kopf geworfen hast, wie schlimm LeBron James ist und dass er nie GOAT-Status erreichen kann und dies und das. Digga. Guck mal, ich hatte neulich glaube ich schon mal irgendein Beispiel mit Schule. Pass auf, was du mit Phil Jackson machst, ist folgendes, ja? Du musst in Mathe eine Gruppenarbeit machen, ja, mit einem neuen Mitschüler. Aha. Okay?
Der hat aber noch nie bewiesen, dass er irgendwie gut rechnen kann oder was. Du weißt gar nichts über den. Okay. Ja? Der wird aber in 40 Jahren der nächste Albert Einstein. In 40 Jahren? Dann kann ich doch trotzdem nicht sagen, ja, übrigens, die Mathearbeit, die Gruppenarbeit damals, die du gemacht hast mit dem Neuen, die war ja nur so krass, weil du ja den Neuen hattest. Der ist ja jetzt inzwischen ein Nobelpreisträger in Mathematik. Das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Lass mich deine Analogie mal richtig stellen. Es ist so, Michael Jordan kommt in die Schule, wird mit einem Typen zusammengesetzt und die beiden sollen die Mathearbeit schreiben. Dann kommt raus, holy shit, die waren fast die Besten der Schule in ihrem ersten Try. Dann kommt die zweite Mathearbeit im nächsten Jahr, wieder beide zusammen, beste Arbeit der Schule. Nächstes Jahr, übernächstes Jahr. Dann ist 2 Jahre Pause, Michael Jordan kommt zurück, wieder beste Arbeit, 3-mal in Folge. Darum geht's. Es geht nicht darum, Phil Jackson kam, hat ihn gecoacht und wurde 40 Jahre später eine Legende. Okay. Was ist denn das für eine Anschuldigung? Das stimmt einfach gar nicht. Okay, dann gehen wir mal in die Parallelklasse, ja? Da wird LeBron zusammengesetzt mit David Blatt, ja? Und die schreiben im ersten Jahr sogar noch eine bessere Mathearbeit. Aber nur weil Kyrie von hinten die Antworten reinschreibt. Nur weil Tyronn Lue an der Ecke steht und sagt, mach so. Die schreiben noch eine bessere Mathearbeit. Nimm ein Timeout. Wusste es nicht. Und dann, im nächsten Schuljahr, im zweiten Halbjahr, schreiben die sogar bis zur Mitte des Halbjahres noch eine bessere Klassenarbeit. Noch besser als drüben, NJ und Phil Jackson. Und dann sagt LeBron, ja, wir schreiben zwar gute Mathearbeit. LeBron sagt das, das sagt der GM der Cavs, der Lehrer sagt es. Aber Tyronn Lue aus der 5D, ja? Ja? Der hat so coole. Nein, der hat immer so leckere Pausenbrot, ja, mit dem verstehe ich mich viel besser. Der hat zwar noch nichts geleistet, aber hol den mal an meinen Tisch. Ja, dieser David, der ist zwar gut, aber nee, mit dem verstehe ich mich nicht gut. Ja, weg. So, das ist die Analogie. Bruh, du hast dein Leben lang Basketball gespielt, ja? Ja. Richtig? Ja. Hattest du schon mal einen Teammate, der zwar saugut ist, aber der einfach nicht ins Team passt? Der einfach irgendwie von der Einstellung her, selbst wenn ihr Leistung bringt, selbst wenn ihr gewinnt, jeder hat irgendwie so das Feeling und wenn es nur in der Umkleide ist, irgendwie langweilt der mal, irgendwie das klappt nicht, wir sind nicht auf einer Wellenlänge. Es wäre besser, wenn wir einen anderen Point Guard hätten. Ist dir sowas in die Richtung mal passiert? In deinem ganzen Leben, wo du Basketball... Bestimmt mal, ja. Bestimmt mal. So, und du willst mir jetzt sagen, dass du in der Situation sagst, nee, weißt du was, weil vielleicht wird der mal ein All-Time-Great-Point-Guard und wir gewinnen vielleicht in Zukunft 6 Titel, lass mal lieber zusammenbleiben, anstatt dass ich mal einen Buddy-Point-Guard hole vom Streetball-Court, der vielleicht nicht die Erfahrung hat, aber mit dem ich auf jeden Fall abliefern werde und dann auch wirklich abliefern, weil ich die Finals gewinne gegen die 73-9 Warriors, mein Freund. 73-9 Warriors. Ja, die Serie gewinnst du auch nicht, wenn Draymond nicht suspended wird. So. Aber die Serie, ich komme gar nicht in die Serie mit David Blatt. Wir haben doch neulich mal darüber geredet, hast du mir zugestimmt, wenn alles normal gelaufen wäre, alle fit und alle da und keiner suspendiert, hätte es wahrscheinlich so ausgesehen, dass die Cavs 2:15 gewinnen und 2:16 verlieren. Ja, und ich sag dir, David Blatt geht trotzdem. Weißt du nicht. Weiß ich. Du feuerst keinen Coach, der die Championship gehabt hat. Ach, aber du feuerst einen Eastern Conference Champion Coach, der die beste Bilanz im Osten hat. Die ganze NBA ist ausgeflippt. LeBron hat selber gesagt, ey, ich wusste nichts davon. Ja, natürlich wusste er nichts davon. Natürlich ich sag's nur, davon. Natürlich du liest mir auf und Jerry Krause. Also. Warte, zu dem Punkt will ich was sagen, weil du mir immer wieder sagst, Jerry Krause sagt, Michael Jordan kam nie zu mir, bla bla bla. Du hast gesagt, er hätte in dem Zitat angegeben, ja, Michael Jordan kam ja nie zu mir, hat einen neuen Spieler gefordert. Du willst mir sagen, nachdem er sein Comeback hatte, nachdem ihn die Medien zerrissen hatte, weil er gegen die Orlando Magic in der 2. Runde verloren hat, wo er den Game Winner nicht geworfen hat, sondern auf Scottie Pippen gepasst hat und der Ball ist ins Aus, das waren alles MJ-Fehler. Du willst mir sagen, danach ist er nicht ins Büro und hat gesagt, ey, Digga, ich brauche noch irgendwie einen anderen Spieler. Wen hätten wir denn? Oh, Dennis Rodman. Ja, hol mir den mal, weil der ist so unangenehm. Hat er das gesagt oder haben die Bulls einfach gesagt, ey, wir müssen uns verstärken und wir holen Dennis Rodman, weil der ist gerade available und wir haben die Chance, ihn zu holen? Hat LeBron gesagt, feuer David Blatt oder haben die Cavs gesagt, ey, wir wollen den nicht mehr, weil irgendwie stimmt es im Team nicht? Ja, so, ich kann auch die ganze Zeit immer, wenn du was sagst. Du hast gerade selbst gesagt, LeBron. So machen, Alter. Du hast gerade selbst gesagt, LeBron würde Tyronn Lue haben. Und das ist doch mein Punkt. Du kannst nicht sagen... Du weißt nicht, dass Michael Jordan nicht Dennis Rodman haben wollte. Aber du sagst, der arme LeBron hatte so schlechte Coaches, weil er die Coaches wollte. Er wollte diese Coaches, die er hatte, Er wollte doch Pat Riley. Hätte er mit Pat Riley nicht 9 Championships gewonnen. Warum glaubst du, saß er bei der Pressekonferenz, hat gesagt, not 3, not 4, not 5, not 6, weil er dachte oder gehofft hat, Pat Riley kommt. Dann hättest du nämlich Pat Riley gehabt mit Dwayne Wade, mit LeBron James, mit Chris Bosh. Sag mir nicht, dass die nicht 6 Championships gewonnen hätten, gerade in dem Osten. Nein, auf keinen Fall. Aber Michael Jordan gewinnt sie, weil er ist Michael Jordan und er hat nie nach einem anderen Spieler gefragt. Pat Riley
Riley so viel besser ist als Eric Spoelstra, dass sie anstatt 2 6 Meisterschaften gewonnen hätten mit einem alternden Dwayne Wade? Ey, die hätten erstmal die Mavericks zerstört, dann hättest du schon mal einen Threepeat. So, und dann geht von mir aus LeBron zurück, dann hat er ein ganz anderes Standing in der Liga. Es gibt diese Mavs-Serie gar nicht. Wer sagt dir, dass er die Warriors nicht zerpflückt dann? Also, ganz ehrlich, du kannst jetzt nicht die Mavs-Serie, du hast in der letzten Folge gesagt, da warst du ein anderes Team zu haben, du hast trotzdem in irgendeinem Punkt gesagt, dass LeBron das weggechoked hat. Du kannst jetzt nicht sagen, dass die Heat das verloren haben, weil Eric Spoelstra so schlecht gecoacht hat. Nein, das sage ich nicht. Ich sage nur, wenn Pat Riley da an der Seitenlinie gestanden hätte, dann hätten sie womöglich gewonnen. Genauso wie 2006, als er übernommen hat für Stan Van Gundy, als bei den Heat nicht alles rund lief, sie sind trotzdem ein gutes Team im Osten gewesen. Pat Riley kam, hat Dwayne Wade zur Championship gecoacht. Dasselbe kann passieren 2011. Also komm. Wie gesagt, ich sehe bei den Punkten Coaching und Franchise ist LeBron, muss man ihn einfach sehr in die Pflicht nehmen, ja? Nein, musst du nicht! Ist dein ganzes Argument, Bro! So. Soll ich dir sagen, es gibt eine Franchise, es gibt ein Unternehmen, das hat er wirklich vorangebracht mit seinen Entscheidungen, und das ist Clutch Sports. Ja, aber die Cavs, die waren auf seiner Prioritätenliste nicht ganz oben. So, und dann bist du selbst schuld, wenn du deiner Franchise so die Ketten anlegst, wenn du ihr so die Ketten anlegst, dann darfst du dich am Ende nicht beschweren, dass keine Flexibilität da ist. Und wenn du nicht bereit bist, mal auf 5 Millionen zu verzichten, wie es auch ein KD gemacht hat. Ja, ich habe gerade Tim Duncan Nowitzki auch... Er hat keinen Paycut genommen 2011? 2011, ja. Und dann hat er danach gesagt, ich werde nie wieder weniger als das Max nehmen. Und was meinst du, was KD macht? Was macht KD, wenn er von den Warriors weggeht? Nimmt er einen Paycut, damit er mit John Wall spielen kann in Washington? Aber die Warriors, Bullshit, der nimmt den Max und du weißt es. Die Warriors nehmen doch gerade auch alle einen Paycut. Klay Thompson, Draymond Green, KD. Das ist heutzutage das Rezept. Und ganz ehrlich, so viel Geld, wie LeBron off the court macht, meinst du, 5, 6 Millionen tun ihm weh? Du machst es schon wieder. Du gehst schon wieder nur darauf ein, was für ein schlimmer Mensch LeBron James ist. Er ist kein schlimmer Mensch. Das ist doch gar nicht der Argument. Er ist kein schlimmer Mensch. Er ist einfach ein schlechter GM. Aber er ist ja nicht der GM. Ja, aber er hat so viele Fäden in der Hand und ist deswegen schuld, dass er schlechte Coaches hatte und eine schlechte Franchise. Bam. Nein, nix Bam. Ich muss nichts mehr sagen. Ich nehme das Bam zurück. Ey, du kannst mir nicht sagen, das war der Punkt, den ich machen wollte, dass die Dennis Rodman, dass Michael Jordan nicht hingegangen ist, hat gesagt, ey, ist Dennis Rodman available, hol mir den. Ey, ist 97 John Sally available, hol mir den. Weil die Jungs haben mir den Arsch eingetreten, die ganze Zeit bei den Detroit Pistons, hol mir die ins Team, okay, weil dann gewinne ich safe den Titel. Fällt dir was auf? Jede Entscheidung von Jordan, die du aufgezählt hast, hat die Bulls vorangebracht. Weil er Tristan Thompson Tristan Thompson zu bezahlen und J.R. Smith zu bezahlen, hat die Cavs nicht vorangebracht. Digga, das hat doch... Wenn LeBron hingegangen wäre, hätte... Du argumentierst anders, Mann. Nein. Doch. Nein. Du argumentierst am Thema vorbei und sagst mir die ganze Zeit, dass LeBron doch schlecht ist. Nein, er ist nicht schlecht. Als Mensch und als GM. Nicht schlecht. Man kann nur den Coaches und der Franchise keine Dinge vorwerfen, die LeBron selbst initiiert hat. Das sage ich nur. Wow. So. Also pass auf. Der Punkt ist, wer hatte es schwerer, durch seine Teammates, Coaches und die Franchise den GOAT-Status zu erreichen? Wenn die Cavaliers so eine rückgratlose Bitch-Franchise sind, dass sie bei jedem Zucken von LeBron sagen, scheiße, okay, dann machen wir das genau so, wie es der King will, sonst am Ende geht er. Dann bist du halt die Cavaliers und dann gibst du halt Tristan Thompson den Vertrag des Todes und J.R. Smith, das ist doch deine eigene Schuld. Du bist doch die rückgratlose Franchise. Was? Jetzt erreicht sein Notiz. Du bist nicht rückgratlos. Du hast LeBron James, der immer nur One-Year-Deals nimmt und dir quasi sagt, wenn ihr Scheiße baut, wenn ihr nicht das macht, was wollt, bin ich weg. Dann aber kannst du... Du hast immer noch Kyrie Irving und Kevin Love. Ja, ganz ehrlich. Damit kannst du auch was aufbauen. Wenn du als GM für den Abgang von... Wenn du als der GM bist, der LeBron James aus der Stadt ekelt, dann bist du deinen Job los. Okay. Dir sind die Hände gebunden. Okay. So, und nur nochmal, um dein Beispiel zu nennen, um nochmal klar zu machen, wie ich das meine. Ja? Wenn wir jetzt beide sagen, wir müssen unsere Wohnung aufräumen, ja, und wir gucken, wer das besser macht. Ja? Okay. Und ich aber am Abend zuvor noch eine riesen Party feier mit 500 Leuten, wovon und 200 Messis noch hier übernachten lasse, dann kann ich nicht nachher sagen, ja gut, du hast zwar schon deine Wohnung aufgeräumt und warst und bist vielleicht auch besser darin, aber ich hatte es ja auch viel schwerer, weil meine Wohnung so dreckig war. Ja, ich habe sie ja auch dreckig werden lassen. Scheiße, Mann. Also ausgehen? Fuck! Ja. So, die Diskussion ist so heiß geworden, dass eine Kamera abgeschmiert ist, deswegen jetzt mal hier beide kurz nebeneinander fürs Ende. Wir sind fast am Ende. Du hast, glaube ich, ich habe dir gerade meine tolle Analogy mit dem Aufräumen gebracht. Ja.
um dir klarzumachen, was LeBron da veranstaltet. Du hast jetzt noch einen Konter, ich bin gespannt. Okay, also pass auf. Das mit dem Aufräumen, da der Analogien heute sind meiner Meinung nach nicht on point, weil das funktioniert einfach nicht. Das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Aber sei es drum, ich will da gar nicht groß drauf eingehen, sondern ich will nur eine Sache sagen. Okay. Du hast jetzt wirklich oft genug gesagt, ja, LeBron hat da den Fehler gemacht und der hat den Spieler geholt. Und du hast sowieso immer gesagt, LeBron ist für alles verantwortlich, was in den Franchises passiert ist und Michael Jordan praktisch nie. Dem will ich einmal halt groß widersprechen. Ich sehe das anders. Ich finde, beide sind ungefähr gleich involviert in ihre Franchise. Und jetzt zum abschließenden Thema. Du hast immer wieder gesagt, ja, aber bei LeBron funktioniert es nicht, bei LeBron funktioniert es nicht. Das ist genau mein Punkt. Bei Michael Jordan hat alles funktioniert. Und da kannst du jetzt sagen, keine Ahnung, er hat das goldene Händchen und er ist der GOAT und er ist deswegen der Beste. Oder du sagst halt, ey, das war einfach verdammt nochmal Glück, dass du Phil Jackson als Coach bekommst. Phil Jackson in seiner ersten Saison oder in seinem sechsten Titel bei den Bulls ist ein Hall of Fame Coach von Anfang an. Davon bin ich einfach überzeugt. Das gleiche ist Scottie Pippen. Michael Jordan hat dafür gesorgt, dass Scottie Pippen bleibt, obwohl er diese Migräneanfälle hatte, obwohl er auch, ich weiß nicht, in irgendeiner Playoff-Serie oder in irgendwelchen NBA-Finals komplett gechoked hat, eine schlechte Serie gespielt hat. Dennis Rodman kam drei Jahre Championships abgeliefert. Es hat nun mal alles funktioniert bei Team Michael oder bei Michael und deswegen würde ich sagen, dass Michael es leichter hatte, den GOAT-Status zu erreichen, weil bei ihm eben diese ganzen Dinge zufällig geklappt haben. Und bei LeBron war genau das Gegenteil. Es klappt eben nicht im ersten Anlauf bei Cleveland. Es klappen nur 2 Titel von möglichen 4 in Miami. Pat Riley kommt nicht zurück, obwohl LeBron das haben will. Und dann auch 2015 bis heute bei den Cavaliers. Es klappt eben nicht alles. Er hat alles perfekt. Okay. David Blatt von mir aus coacht, Kyrie Irving, Kevin Love, alles ist perfekt. Beide verletzen sich in den Playoffs. Da hat er nichts falsch gemacht, einfach schwerer in dem Punkt in Richtung GOAT, Diskussion in Richtung GOAT-Status. Das ist mein Closing Argument dafür. Nochmal ganz kurz, um darauf einzugehen. Jeder Superstar hat Einfluss auf die Franchise. Jeder wirkt da irgendwo mit oder nutzt irgendwo seinen Einfluss aus. Ich sage nicht, dass es bei Jordan jetzt immer das glückliche Händchen war. Es gehört überall immer ein bisschen Glück dazu. Ja? Aber was ich nochmal sagen will, MJ ging es straight ums Gewinnen. Okay. Ja, wenn er Rodman fordert, dann geht es ihm ums Gewinnen. Ja, es ging ihm einfach immer nur ums Gewinnen. Mhm. Und Fakt ist, wenn LeBron James diese Deals raushaut an Tristan Thompson und J.R. Smith, dann stellt er in dem Moment sein Business off the court übers Gewinnen. Und das ist deswegen sage ich, dass die Entscheidungen, die MJ getroffen hat im Hinblick auf die Franchise, besser waren und dass LeBron sich einen Großteil der Dinge selbst eingebrockt hat. Und deswegen kannst du die Franchise nicht so sehr verurteilen, wie du es tust. Okay, dann von mir aus den Franchise-Punkt gebe ich dir. Ich sage trotzdem, Scottie Pippen 13 Jahre lang an deiner Seite zu haben, ist was ganz anderes als... 13? Ich habe 13 Jahre. Wieso habe ich 13 Jahre? 13 waren es, glaube ich, nicht. Nee, waren es nicht. 13 waren es nicht. Okay. Du hast Scottie Pippen lange Zeit an deiner Seite. Er macht den kompletten Championship-Run mit dir. Auf der anderen Seite, du hast Kyrie, der super jung ist. Ne, der ist nicht in seinem Prime. Der ist 22, 23, 24 in der ganzen Zeit. Und dann musst du wechseln, hast Dwayne Wade, eigentlich 4 Jahre, aber 2 oder 1,5 davon kannst du ihn gar nicht gebrauchen, weil er Knieprobleme hat und so weiter. Also den Luxus, den Michael Jordan hatte, in dem das Phil Jackson funktioniert hat, Scottie Pippen funktioniert hat und dann beim zweiten Threepeat Dennis Rodman, alle drei funktioniert haben, immer stellt ihn meiner Meinung nach einfach auf ein anderes Level und er hatte es einfach leichter dadurch, als LeBron James, der seine Karriere lang gestruggelt hat. Okay, ich glaube, dann sind wir beide durch, ne? Dann sind wir durch. Dann haben wir echt viel Energie hier reingesteckt heute. Total. Hitzig. Hat wieder großen Spaß gemacht. Ich bin gespannt, was die Community entscheidet. Ja. Er stimmt auf jeden Fall wieder ordentlich ab. Hat Bock gemacht. War echt total. Hätte nicht gedacht, dass dieses Thema so heiß wird. Niemals. Also auch die wenigsten Notizen, die ich mir jemals gemacht habe, aber trotzdem dann das hitzigste Thema. Sehr, sehr geil. Sehr nice. Wie immer habe ich dich voll gerne als Gast dabei gehabt. Hat Spaß gemacht. Mega Spaß gemacht. Danke dafür. 4 haben wir jetzt. Wir haben noch 6 oder 7 sogar. Richtig krass. Und ey,
Wir machen auf jeden Fall weiter, es macht mega Bock. Männer, stimmt ab. Schaut auch gerne mal bei Siebers übrigens vorbei, bei Bullshit TV auf Instagram. Ist immer alles unten verlinkt. Auf jeden Fall vorbeischauen. Und dann würde ich sagen, ey, danke fürs Zuschauen. Ja. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace. Ciao.